diese Stadt zurückzukommen. Diese Stadt, die immer einen Frühstück für uns hatte, auch in schlechten Zeiten. Ich will jetzt nicht sentimental werden. Ich rufe euch nur kurz und knapp zu. Hallo, Hannover! Where the Caribbean sea is blue.
Yeah.
Was macht ein Fortuna-Fan, wenn nur noch erste und zweite Liga übertragen wird? Guckt sich unser Pauli-Spiel an, wenn ihr das ohne Schneiden. Rauszuholen und die ohnehin schon dünne Luft noch dünner zu machen. Und eins muss ich eben sagen, wir kippen hier selber gleich aus den Socken. Passt auf euch auf, gegenseitig hebt euch hoch, kippt euch voll mit Zeug und zum Abkühlen meine ich. Gucken, dass ihr den Abend überlebt. Okay, Wort zum Sonntag.
Das haben wir extra für die nassen Momente auf der Tour uns überlegt, wenn es mal regnet. Aber es regnet gerade gar nicht, oder? Ja, aber es ist ziemlich nass hier. Dann spielen anderes. Okay. Hör mal, ihr wollt ehrliche Musik, oder? Ehrliche Musik von ehrlichen Jungs für ehrliches Geld. Keine Ruhe, ich will dir noch so sagen, dir wird zu deinem Glück.
Krankenkasse hat mir dreimal Kohle gegeben, um drauf zu wetten. Und dreimal habe ich selber gedacht, das schafft er nie. Und er hat jedes Mal gewonnen und wir haben ungefähr 10.000 Mark durch mich verloren. Und seitdem bin ich hier der Arsch. Das Sieg geht über Lille Spieler! Yeah.
eine ziemlich üble Nacht gehabt, deshalb sind wir so ein bisschen indisponiert. Wie geht's euch denn? Geht ihr noch? Mal was Leises zwischendurch zum Knutschen? Oder an die Titten packen oder einen Arsch oder irgendwas Ordinäres hier? Ich finde es Zeit, dass wir uns jetzt mal langsam ausziehen und einen Skandal machen, oder was meint ihr? Es klappt doch nie im Norden. Ladies and gentlemen. Völli. Völli, Munchausen mit. Ihr fangt an. Welche im Vorständer von Schlagzeug? Völli Munchausen. 78 Jahre ist er alt. Und wer weiß, wie oft er noch bei uns sein kann. Er benimmt sich heute ganz famos, darf sich ein Stück auswählen. Wölli, was hättest du denn gerne? Wölli sagt Vorführkrimineller. Er fühlt sich nicht ausgelastet. Ladies and Gentlemen, tun wir ihm diesen kleinen Gefallen. Also ihr meint